Und weiter geht's. So, herzlich willkommen in der Tschechischen Republik. Jetzt haben wir noch 30 Kilometer vor uns. Das Wetter hat super mitgespielt. Es war heute nicht zu heiß. Ja, das muss man wirklich mal sagen. Es war genau angenehm temperiert. Hier oben ist ein bisschen kühler, klar. Aber sonst ey, perfektes Motorradfahrwetter heute. Trocken. Sonne und Wolken im Wechsel. Abwechslungsreiche Landschaft. Schöne Strecken. Schöne Kurven. Was will man mehr? Bedauerlicherweise neigt sich der Urlaub immer weiter dem Ende entgegen. Es ist echt ja fast zum Heulen. Aber jeder noch so schöne Urlaub muss irgendwann mal zu Ende gehen. Das will die Gesetzmäßigkeit so, weil sonst ist es kein schöner Urlaub mehr und man freut sich ja irgendwann nicht mehr drauf. Was dann bleibt, ist die Vorfreude auf den nächsten Urlaub, der bei mir sein wird. Wir fahren nach Holland, in die Niederlande. Oder besser gesagt, Holland-Niederlande. Irgendwo da Richtung Küste, ich weiß gerade gar nicht, wie das heißt. Wir haben das irgendwie schon mal gebucht. Aber da geht es halt im Auto hin. Und dann als nächste größere Motorradtour ist ja die JHV angelegt. Die Jahreshauptversammlung von motovlog.de. Die liegt dann im August an, also ist jetzt die nächsten Wochen reichlich gefüllt. Was war da so anstellen alle. Wir werden kurz vor 18 Uhr ankommen, wenn jetzt nichts weiter dazwischen kommt. Dann werden wir mal die Sachen aufs Zimmer werfen. Anfangen die Daten zu sichern. Ja. Und die Motorräder können wir da in der Garage stellen. Was ich ja schon mal sehr geil finde, ja, wenn die so schön safe in der Garage stehen. Oh, der Stausee war der letzte Mal schon hier. Ist mir auch nicht aufgefallen. Wie auch immer. Jedenfalls stehen die dann schön vor Wind und Wetter geschützt. Ich meine, sieht zwar jetzt nicht so aus, als ob es regnet oder großartig stürmt. Aber geschützt ist geschützt, also auch vor den Blicken Fremder geschützt. Also das ist schon sehr angenehm. Wie die Unterkunft an sich ist, werden wir erst sehen, wenn wir da sind. Wenn wir dann soweit fertig sind, dann werden wir mal gucken, wo wir heute zum Abend einkehren und wo wir morgen gegebenenfalls etwas frühstücken können. All dieweil es dort kein Frühstück gibt. Wir sind da ein bisschen auf uns selber gestellt, da das eher so eine Ferienwohnung ist. Ja. Ein bisschen schade ist. Aber man kann halt nicht alles haben. Liegt jetzt auch nicht direkt an der Route, sondern ein kleines Stück abseits, aber ich würde sagen, damit kann man leben. Das ist ein Kreisverkehr. Frenstad, wir sind da. Wir sind in Frenstad. Das ist der Grund des Langsamfahrens hier.
So, damit neigt sich auch diese Tagesetappe dem Ende entgegen. Hast du das Gefühl, man fährt hier irgendwie? Oh, oh Gott, ey. Oh, war eine schöne Tour heute. Das Wetter hat echt Bombe mitgespielt, ja? Bis zum Schluss wieder trocken geblieben. Herrlich, herrlich. So, wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr Bescheid, Däumchen da lassen, das Abonnieren nicht vergessen und dann drücken der Abo-Glocke. Dann werdet auch immer informiert, wenn ein neues Video online ist. Und dann Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal. Bin ja hauen. Okay. Tschüss. Na toll, was ist jetzt los hier? Oh. Ist das scheiße. Da rotze, ey. Da vorne so die Grüne ist es, wa? Allianz, ja.